Bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Ungarn sieht es nach einem Wahlsieg für die Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán aus. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen nach Auszählung von 64,5% der Stimmen mehr als 49%, teilte das Wahlbüro in Budapest mit. Nach Schätzungen von Wahlforschern wird Fidesz auf bis zu 133 Mandate im 199 Sitze umfassenden Parlament kommen. Orbán hätte damit wieder eine sichere absolute Mehrheit. Mit dem Wahlsieg kann Orbán seine vierte Amtszeit und die dritte in Folge antreten. Auf die rechtsnationale Partei Jobbik entfielen demnach 20% und auf die Sozialisten 11,85%. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen Mitternacht gerechnet. Die Parlamentswahl gilt als richtungsweisend. Schließlich wird das Votum darüber entscheiden, ob Orbán seinen antidemokratischen Kurs fortsetzen kann. Seit 2010 steuert der rechtskonservative Politiker einen Konfrontationskurs zur EU. Streitpunkte sind unter anderem die Asylpolitik, die Einschränkung von Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerrechten, sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern. Mehr als 8 Millionen Ungarn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse verzögerte sich um mehrere Stunden, weil zwei Budapester Wahllokale mit der großen Zahl der ihnen zugeteilten Auswärtswähler nicht fertig wurden. Die Wahlbeteiligung war mit 70% außergewöhnlich hoch.